Es sind immer die anderen. Es sind immer die anderen. Das müsst ihr euch merken, Freunde. Wenn irgendwann nicht läuft, es sind immer die anderen. Spaß. Ja, es ist immer wunderbar, ja. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Mortals Phoenix Rising. Folge 34, wir müssen jetzt hier weitermachen. Natürlich nur darauf achten, dass man die Ausdauer nicht verliert, ne? Gut. Was hat Ares sich gedacht, der Narr? Das Ding habe ich natürlich jetzt nicht bedacht. Klar. Haben wir. Man muss den Menschen den Weg zeigen. Meinen Weg. Gut. Es ging ja jetzt hier relativ schnell. Warum wir bei dem anderen überhaupt gar nicht auf die Lösung gekommen sind, weiß ich nicht. Vielleicht haben wir jetzt ein bisschen was dazugelernt durch diese anderen drei. Das scheint ja aktuell noch nicht so ganz so schwierig gewesen zu sein alles, ne? Sollte von allen vier Helden umgeben sein. So, wieder die Medusa jetzt, aber zeig sie mir. Du willst deinem Bruder nicht helfen. Du willst seine Stelle haben. Wow. Vielleicht hast du recht. Thank you.
ich mach's halt wieder falsch. Ach, die kann ich auch blocken, aber wenn das so ist. Das hier müssen wir noch machen. Ja, okay, so ist es natürlich einfach. Natürlich auch weg. Okay. So gnädig bist du, ja? Müssen wir mal gucken. Ja, du gehst kaputt. So wäre es ja perfekt. So, ist klar. Ah, ist auch noch ganz viel. Ja. Oh, Moment. Guck mal, wie viele Truhen hier sind. Das ist so ein richtiges Paradies und ein Blitz sogar auch noch. Geil. So, ich glaube, die Seite ist soweit abgehakt, dass das hier alles frei ist. Ja, war ja, denke ich, auch nicht verlangt. Das hier ist echt nochmal ein bisschen größer, ne? Krass, krass, krass. Haben wir natürlich jetzt schon mitgenommen. Mist. So. Aber jetzt wissen wir wenigstens.
Um die Diät. Ja. Alles klar. So. Geht ja nur darum, das hier alles frei zu machen. Ja. Ah. Direkt eins, weißt du? Gar kein Ding. So. Was machen wir denn jetzt mit dir? Können wir doch theoretisch hier parken. Ja, auch nicht gegen einzuwenden. Ist nur die Frage, wie sich das jetzt vorstellen. Das Einzige, was jetzt fehlt, ist das System. Das heißt, da ist Feuer. Super. Das heißt, wir können hier starten. Eigentlich als Demonstration oder sowas. Ne? So. Alles klar. Ah. Ich verstehe es. Das ist schon mal super. So. Das ist natürlich schon... Ach so. Ah, ja. Gut. Da scheint die Fackel. Ach so. Gut, dann soll es ja passen. Dann haben wir es. Damit ist ja theoretisch gesehen die Hälfte des Spiels durch. Habe ich einen Fehler gemacht? Nein. Die anderen liegen falsch. Es sind immer die anderen. Es sind immer die anderen. Das müsst ihr euch merken, Freunde. Wenn irgendwann nicht läuft, es sind immer die anderen. Spaß. Ja, es ist immer wunderbar. Ja? So. Mit diesem Ring sind wir dann hier endgültig durch. In die Schlacht. Mit meiner Strategie bist du unbesiegbar. Bin ich noch irgendwo? Ich glaube nicht, wa? Okay. Damit sind wir dann durch. Kann ja sein, dass jetzt noch der Endboss kommt. Wie hier. Oder ab einfach nur nochmal die Medusa kommen. Dann ist es ja relativ easy, sagen wir mal so, ja? Wir sind für dich da, Athena. Du bist nicht allein. Gemeinsam ja, werden wir schon besiegen. Aber jetzt müssen wir noch mal. Ja. Nicht standhalten. Das stimmt. Alleine nicht. Aber gemeinsam können wir uns gegenseitig stützen. Ja, komm.
das geht mir schon dezent auf den Geist. So. Besiegt. Das war's tatsächlich. Da ist sie, die Essenz. Erworben. Essenz der Athena. Sehr schön. So. Bringe die Essenz der Athena zu ihr. Die Halle der Götter. Und das ist wunderbar. Da können wir nämlich eine schöne Schnellreise hinmachen. Zumal wir ja danach ohnehin noch in Upgrades investieren wollten. Wunderbar. Wir können auf jeden Fall nochmal auf Ausdauer gehen. Glaube ich, mit dem Blitzen war es ja. Mhm. Schön. Sehr schön. Dann kann ich der heutigen Aufnahmesession auch nochmal ein wunderschönes Ende hier geben. Ich nehme jetzt seit 9 Folgen auf. Wie du aussähst, wenn dir das Haar nicht ins Gesicht fallen würde. Dieser Zustand wird nicht von Dauer sein. Ja, aber wenn man ernst genommen werden will, muss man entsprechend aussehen. Dabei hilft kein Aussehen, sondern der Verstand. Der natürlich auch, klar. Dein Verstand, das alte Ding, hat ganz besonders Großartiges erreicht. Oh, danke. Aber das Gesicht ist das Fenster zur Seele. Oder so ähnlich. Wer sich mächtig fühlt, der ist mächtig. Das ist wohl wahr. Ich zeige dir, wie man sein Haar flechtet. Das wird dein Leben verändern. Könnte Spaß machen. Perfekt. Dann muss Hephaistos nur einen Rasenmäher erfinden, damit wir diese Braun in den Griff kriegen. Na gut. Dann steige mal auf. Hast du sie? Meine Essenz? Genau wie geplant. Bist du bereit? Ich glaube schon. Weise Athena, Götter und Sterbliche Seite an Seite. Unter deiner Führung zu ewigem Ruhm. Phoenix, du hast mich zurückverwandelt. Du hättest dich aber wirklich etwas mehr beeilen können. Und die Flügel, die du trägst, sind eine echte Gefahrenquelle. Daedalus' Werkzeuge sind schäbig und schlecht durchdacht. Und wo wir gerade von schäbig sprechen... Hermes! Jetzt geht das wieder los. Sie hat auch immer was zu meckern. Oh, Athena! Wie schön, dass du zurück bist. Denke ich. Ja. Vielleicht sollte ich mein Urteil in Zukunft etwas sorgfältiger fällen. Weißt du, ich bewundere dich. Du bist kritisch, aber auch weise. Zumindest meistens. Danke. Gemeinsam werden wir einen neuen, weisen Plan erdenken. Aber wir hauen Typhon doch immer noch eine rein, oder? Phoenix begriff, dass es nicht immer ein Makel ist, kritisch, wertend oder stur zu sein. Es kann einem die Sicherheit geben, schlechte Ratschläge zu ignorieren. Vielleicht hätte ich öfter auf Athena hören sollen, statt selbst immer im Recht sein zu wollen. Vielleicht ist selbst der große Zeus fehlbar. Nein, das meinte ich nicht damit. Mein Urteil ist eigentlich immer herausragend. Du
hast mich an einen Felsen gekettet. Ein Adler frisst jeden Tag meine Leber. Ich weiß. Willst du was kaufen? Ich hätte da was. Abgeschlossen, Tag des Gerichts. Und wir nutzen die Folge noch einmal, um alles Mögliche zu verbessern, was geht. Ja? Ah, da haben wir nicht genug. Interessant. So, Waffen. Wir haben 11.000 von diesen Scherben. Ah, das ist halt 8.000, Alter. Auf jeden Fall sollte der Bogen mal etwas mehr machen. Hm? So. Das hier kostet auch. Das heißt, naja, wir müssten eigentlich das verbessern, aber wir müssten eigentlich auch mal mehr Verteidigung reinstecken. Aber ich hab Bock. 134 ist eine ordentliche Verbesserung. Dementsprechend machen wir das und mehr Tränke, naja. Nicht, dass wir es halt brauchen. Das ist ja das Ding. Dann machen wir lieber mehr Pfeile. Und das wär's dann auch schon. Wir können den Helm noch verbessern. Gut. Wunderbar. Mehr Leben kriegen wir nicht. Brauchen wir 6. Kriegen aber mehr Ausdauer. Das nächste kostet schon 7. Boah. Ja. Klar. Ja, jetzt haben wir 3. Wunderbar, wunderbar. Und jetzt haben wir 18 Münzen. Das heißt, wir können bei den göttlichen Kräften richtig reinklotzen. Wir könnten das letzte erwerben. Den Aufwärtsstoß. Mhm. Das ist bei dem Schild natürlich super, ne? So, erhöht die Anzahl von Treffern auf 4, richtet 300 Schaden an. Und fesselt einen aufgeladenen Zorn. Boah, 1000 Schaden ist natürlich auch krass. Wir haben aber nur noch 4 Münzen, das heißt, wir können uns nichts mehr leisten. War's schon wieder. Na gut, aber wir haben jetzt auch das, immerhin. Noch kurz gucken wollte, war hier, weil hier könnten wir theoretisch auch noch. Was machen. Aber das lassen wir erstmal. Freunde, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge geht's dann weiter und dann ja, schauen wir mal. Jetzt haben wir ja erstmal 2. Wir fertig. Die anderen beiden fehlen noch und das ist dann das Ziel für Beta. Vielen Dank euch wieder fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.